Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier KDEC von Thüringen, Version 3.001. Ich habe erstmal den LKW zur Feldnummer 48 fahren lassen. Das ist ungünstig, wenn ich keinen Weg finde. Fahren wir die Straße. Das ist typisch. Warum findet er keinen Weg zu? Gut, wir fahren selber. Denn da soll noch Unkraut bekämpft werden. Das Feld ist ja da ausgesät. Als ob da er verfolgt und nicht mehr wachsen. Somit haben wir schon Wachstumsstufe drin und können spritzen. Die anderen Felder 38, 47, 42, 41, 60, 12. Da es hier aussieht, müsste eigentlich fertig sein. Da müssen wir erst warten, bis die Wachstum gekommen ist. Normalerweise müsste eigentlich einen Kurs finden nach Feld 48.0. Und wir fahren einfach mal Feld Ost. Da findet er. Okay, dann gehen wir auf unseren Fahrzeug Unkraut-Bekämpfung auf Feld 37 und fahren eben auf Feld 48. 41 und 42 müssen nicht gespritzt werden. Da ist jetzt Klee drin und Luzerne. Und das wäre, darf hier jetzt bald mähen werden. Sobald das möglich ist, braucht da nun nicht gespritzt werden. Würde auch mein, ja gut, ob ein Klee und ein bisschen Unkraut, in Anführungszeichen Kräuter, das schadet sicherlich nicht. Wenn wir die Unkräuter stehen lassen würden, würde eher die Belastung durch Gift doch zu groß sein und würde da persönlich nicht spritzen wollen. Weiß ich auch gar nicht, gut in dem Fall wird es nicht so sein, wie es reell ist, ob das sich überhaupt vertragen würde mit dem Klee. Ob da vielleicht oder möglicherweise sogar der Klee eingehen könnte, ne? Weiß ich aber nicht genau, müsste ich jetzt spekulieren und das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Hier ist die Aussaat fertig und wir warten bis wir entsprechend unsere Felder, dass die 47, da wollten wir nicht hin. 48 ist das auch noch nicht gewachsen. Gut, dann müssen wir warten hier. Das wäre nämlich die 48, die. Ja. Gut, dann werden wir hier warten, ne? Bis. Warum wollte er eigentlich noch gar nicht hinfahren? Nicht ganz logisch, aber macht nichts. Tragisch. Der muss dann hier warten. Da vorne war ein Fahrzeug, wo wir noch zurückfahren müssen zum Hof. Das ist unsere. Ach, hier könnten wir. Und hier habe ich schon hergefahren. Na, so ist halt immer eine Woche schon her ist. 9. Das ist die 48. Oder 49. Die 49 habe ich gemacht. Gut. Macht aber nichts. Dann werden wir hier die Unkraut-Bekämpfung vornehmen. Das tut zu lange her. Kursgenerierung für Feldnummer 49. Und wir vorgewende 2. Generieren wir ganz kurz. Ja, ich dachte schon, wenn die 48, aber gut, da haben wir uns ein bisschen geirrt. Wenn die 48 und 47 müssten Sonnenblumen sein. 60 ist Mais, 38 auch und 12 ist auch Sonnenblumen. Wollen wir mal starten, ne? Den ersten Wegpunkt. So, wo kein Baum im Weg steht. Ja gut, da werden wir da entsprechend auch. Das war ein gerade ein Timing. Beinahe klappt. Der braucht dafür zeitmäßige dazu.
Eine halbe Stunde. Möge das Zeug reichen. Ja, hatte ich das Spiel gestartet gehabt. Und siehe da. Die Kursblickhose waren weg. Fragt mich keine Ahnung warum. Ich habe einen alten Spieler genutzt von aus dem Backup-System. Und das war der vorletzte Spielstand von letzte Woche. Also ich hatte ja zwischendurch mal hier mal ein bisschen was probiert, so eine Aufnahme zu machen für mein Anfangsvideo. Klappt hat, mal sehen, wie es ankommt. Jedenfalls, da hatte ich hier die Karte genutzt und ganz kurz rein gespeichert. Hat aber eine neue Version von Kursplay aufgebracht, also die Release-Version, die 1.1.0, also die 1.1.0.6. So wie es oben rechts steht, das ist die Release-Version. Da wird wohl einiges gefixt und verbessert. Und das nehmen wir so jetzt mal so in Kauf und gucken, wie es geht. Ne? So. Der ist jetzt dabei. Der braucht eine halbe Stunde und den anderen werden wir ganz kurz wieder freistellen. Und wir werden an dessen mal am Hof ein bisschen aufräumen. Ich will die Gerätschaft wieder voll machen und herrichten. Sind ja eigentlich bedeutend mit der Aussaat. Eigentlich. Aber voll machen für das nächste Mal gleich und halt vorbereiten. Wartung, Reparatur, Traktor voll tanken, ne? Ja, am 8. Dezember kommt ja die neue DLC raus, für alle kostenlos. Sowas ähnliches wie bei Kettle und Kops mit Bodenanalyse. Und was dann gedüngt werden muss, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, was das für uns bringen würde. Gehen wir ein bisschen mehr ins Detail rein mit der Landwirtschaft. Nicht nur mehr stur düngen, sondern im Prinzip ein bisschen mehr. Hier könnten wir zwei reinfahren. Das ist so eng, ne? Müsste aber erst den Flug wegfahren. Wenn wir dann wieder stehen lassen. Ja. Flüge müsste ich in die Halle reinfahren. Vielleicht passt er da rein. Jedenfalls die kleinen, jedenfalls die großen wird schwierig. Hier wäre sogar Platz, weil hier keine Pfeiler drin sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich hatte hier noch einen Traktor frei gehabt, den können wir gleich nehmen. Ja, dann könnte man da einige Geräte reinstellen, ne? So. Weil ich möchte ja die Unterstellmöglichkeiten, die jetzt hier im Hof gibt, nutzen, ohne bevor ich mir hier was anfange, was zu bauen. Und das wäre ja mal schade, wenn es alles vergeuden würde, ne? Fluges Heile. Weiß noch nicht genau, wie im Flug das so richtige Position ist. Ich gehe mal hier in das Schiffenmenü. Aufklappen. Müsste eigentlich korrekt sein. Das wird aber sehr eng hier. Müssten wir rückwärts reinstoßen, ne? Müssten wir nur gucken können, ne? Das können wir wegmachen, das stört. Was ein Runde haut sich ja nicht, dass ich nicht so viel flügen muss. Aber soweit ich weiß, muss Mais
hinterher immer gepflegt werden. Und ich glaube Sonnenblumen auch. Von daher wäre es ganz gut. Ich fliege behalte, das ist keine gute Lösung. Lässt sich schlecht lenken. Beziehungsweise einfach nach rechts. Ich wollte mir aber keinen Hof kaufen. Mehr. Eins ist auch kein Platz. Hier fehlt nicht wo. Hab ich mal so an. Zur Not müssen wir halt zwei parallel reinstellen. Mehr werden eh nicht reinpassen. Rein theoretisch könnte man noch Traktor reinstellen. Traktoren. Die könnten auch hier stehen, also rechts. So Traktor eigentlich, die brauche ich eigentlich immer. Schon noch Grasballen gepresst, ne? Na also, das schaffen wir auch noch. Nur Geschwindigkeit 1. Ist so. Ja, das ist schwierig. Aber so geht das. Für zwei jedenfalls. Gut. Diesen Traktor, den brauchen wir einfach auch nicht. Können wir hier rechts hinstellen. Erstmal. Wie gesagt, das ist... Seemaschinen, wo stellen wir die am besten hin? Hier in der Halle ist auch ungünstig, das ist ja auch böses Fahren, ne? Hier ist das Bescheid, in Anführungszeichen. Müsste ich einen Durchbruch machen, damit die Tür größer wird. Obwohl, das wäre ein Versuch wert, ne? So. Dann fahren wir das gute Stück zur Werkstatt. Und reparieren wir alles. Nicht beide ist schon ganz schön beschädigt. Und das wäre schlecht. So. Mein Gewicht wäre nicht ganz so dramatisch. Und Traktor auch nicht. Aber unsere Gerätschaften, ne? Da hatte ich alle Ballen gepresst, das stimmt. In der Halle oben? Kommt da nicht rein. Das kriegt nicht rein. Oder das ist eine Silo nutzen vielleicht? Also das ist ungünstig, weil ich dann mal irgendwann mal Mist fahren werde oder... Oder Gärreste oder Gülle für die BGH. Na, das wird nichts. Das wird nichts. Ich werde mal hier rechts einmal hinstellen. Bevor ich da einen Platz gefunden habe. Denn das. Da weiß ich aktuell keinen Platz. Aktuell. Vielleicht. Da muss er noch anders. Oh ja, der blaue könnte hin, der mit Kalk, ne? Der könnte da noch hin. Ich
Ja, wir gehen heute eine neue Aufnahmesession. Ich danke mal schön fürs fleißig reinschalten. Gucken. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den globalen Markt aktiviert habe. Ich glaube schon. Wollte da mal hinfahren und gucken, wie da die Kurse angepasst sind. Und was ich da noch an Materialien drin habe. Kaufen kann ich ja vieles, ne? Ist ja viel da, aber. Na, Dünger geht hier auch zur Neige. So, den wir auch reparieren. Dann in den nächsten zwei. Tanken? Na, tanken brauchen wir nicht. So, tja, die Woche habe ich Frühschicht und deswegen kann ich aufnehmen am Nachmittag, ne? Ist auch ungewohnt nach der Arbeit. Denn wenn ich mal was gegessen habe und gebadet, wird man so leicht schläfrig. Ich weiß aber genau, wenn ich jetzt schlafen gehen würde, für eine Stunde vielleicht, ne? Nimmt man sich also vor, ne? Was ja eh nicht klappt. Und dann, ja, dann ist zu spät. Dann ist nichts mehr zu denken mit aufnehmen. Dann ist man so müde nachher. Und ich werde schlecht wieder munter und dann ist schon schlecht. Ungünstig. So, ich stelle die erstmal hier ab. Ich weiß, dass es keine gute Lösung ist. Aber vielleicht finde ich da irgendwo eine gute Möglichkeit. Ich möchte ja kein Feld hier zum Lagerplatz umbauen. Ne? Das möchte ich nur nicht. Genauso wenig möchte ich im Prinzip hier die Silos vollstellen. Weil das Pferdegras kommt ja nun bald. Ne? Das ist ja jetzt schon fertig gedüngt. Die 29. Wachstum. Ne, das ist ja bald. Hellgrün oder so, ne? Aber morgen ist garantiert soweit und dann können wir das bald ernten und dann ist es ja reif für den Transport, ne? Und deswegen das Silo möchte ich eins voll machen von denen. Mit zwei Fahrzeugen wollte ich das fahren. Im Anfang jedenfalls. Muss ich mal schauen, ob ich noch einen kleinen Anhänger kaufe, um den Mist zu transportieren. Als mit Autodrive, denn das kann ja unser KI übernehmen, ne? Das ist ja, muss ich ja nicht immer allein machen, ne? Angestellte haben wir ja in dem Sinne nicht, der sowas übernehmen könnte, ne? Und sagst, macht das und das, also ne, müsst zu BGH fahren. Wie er dann nun fährt, ist ja eine andere Geschichte, das kann er alleine entscheiden, aber das geht dann hier nicht, ne? Das war so ein bisschen weit hin. Wir haben nicht voll getankt, ne? Egal, oder? Repariert haben wir ihn. Dann werden wir voll tanken mit. Mit Saatgut und Dünger. Ich überlege auch, ob wir mit Zwischenfrucht arbeiten. Mit der Ölfrucht, die wir haben. Hier ist auch Dings drin. Hier kommt Dünger raus, Junge. Durch den Vorfahren noch. Sehr pingelig, ne?
Oh, sehe ich, Überlänge, Überlänge. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge etwas träge, aber gut, dann muss man ein bisschen Schwung kommen. Dann sag mal tschüss, ciao, ciao. Jo, morgen geht's hier weiter mit Vorbereiten für erste Aktion, ne? Wahrscheinlich. Jo. Keine Ahnung, mal schauen, was kommt, ne? Wahrscheinlich ein bisschen Holz. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.